Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagens Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Ich gebe zu, es ist ein paar Tage her, als ich jetzt hier zuletzt gespielt habe. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Mussten wir jetzt wieder zurück auf den Mond oder mussten wir zu der Station? Ich glaube, wir mussten jetzt zurück auf den Mond. Ja. Zurück auf den Mond. Das machen wir auch gleich mal. Schubidu, schubidi. Einmal hoch. Einmal rüber. Und ab in die Mantis. Und schwuppdiwupp sind wir schon wieder auf dem Mond. Hi, Leute. Wie wir können. Ich rede jetzt mal nicht mit euch hier weiter. Wir können einfach direkt hier losfliegen. Einmal starten, bitte. Kurs auf den zerstörten Mond. Hi, Captain. Sie werden uns erwarten. Kerl und ich haben das Luca-Hulk überstanden. Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen von überstanden. Ich frag mich, warum Dagon Ravis geschickt hat, anstatt selbst herzukommen. Das ist eine gute Frage. Darf ich mich schon setzen? Steht B jetzt? Hallo? Augen geradeaus, Kerl. Wir landen. Ja, wir stehen. Jetzt können wir auch weiterfliegen, ne? Ja. Zerstörter Mond. Vulture-Droiden. Ravis hat wohl mehr Separatisten-Droiden als gedacht. Sieht aus, als hätten sie uns noch nicht entdeckt. Kannst du hier landen? Keine Ahnung. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesem verfluchten Felsen festsitzen. Eröffne eine neue Kantina da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf, Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken. Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Was tut sie? Es geht wieder los. Die Vultures sind direkt vor uns. Vertrau ihr. Okay, beeindruckend. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Dir auch. Hey, Kleiner. Komm wieder. Jetpack, an die Geschütze. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir. Falls ich müde werde. Ha. Macht mich fassungslos, Kerl. Sei vorsichtig. Ich dachte, ich sollte einfach rausspringen. Ich dachte jetzt nicht, dass wir hier ganz normal landen. Sei vorsichtig. Okay, ich glaube, jeder sagt nur, sei vorsichtig. Wir sind doch jetzt hier ganz normal wieder gelandet. Kerl, du kannst rausspringen. Für den Arsch kann ich rausspringen. Okay, wir sind jetzt hier. Wir haben Abkürzungen freigeschaltet. Das heißt, wir sausen einfach mal darüber. Und dann sausen wir mal weiter. Oh, das sind gleich Freunde. Hi. Aua.
Aua! Hörst du auf? Raiders regeln diesen Ort ab. Habe ich gemerkt. Oh nee, die Tür war sogar normal. Okay. Ja, lass uns hier eine Pause machen. Ja, komm, machen wir nochmal. Da haben wir ein Fitzelchen Leben mehr. Komm schon, Kumpel. Jetzt einfach nach da drüben. Jetzt kommen wir wahrscheinlich dann auch. Das ist Ravens Schiff. Er will zum Turm. Wie kommen die an das Klotschiff ran? Hä? Wie haben die... Okay. Wie kommen wir jetzt darüber? Achso, einfach schwimmen. Okay. Gut. Und zack. Der beste Weg ist durch die Anlage. Ja. Jetzt sind wir ja schon fast drüben. Das können wir super gut abkürzen. Also das brauchen wir nicht. Hier können wir jetzt ab sein. Jetzt Vollgas. Und jetzt können wir doch auch theoretisch, ja, jetzt können wir auch hier dieses Tor aufmachen. Und das ist hier wahrscheinlich auch noch eine Abkürzung. Wo auch immer die hinführen mag. Oder? Nee. Doch? Doch. Es geht irgendwie da oben rein. Okay, ich bin mal gespannt. Kerl, also wow. Also, der wird mit jedes Mal stärker. Komm mal her. Komm, wir duellieren uns hier draußen. Das ist ein bisschen einfacher. Bisschen einfacher, wenn wir hier. Voll abgeschossen. Wow! Bau den nicht krank. Aua, aber du mich anscheinend. Aua. Hierher bitte. Der Druide hat einen Stimmbehälter. Jetzt bin ich dran. Ne. Das. Verdammt. Glaube ich nicht. Tut mir leid. Es sind nur noch vier übrig. Eliminieren. Puh. Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. Das kann sein. Wir das rausfinden. Okay. Einmal da hoch. Spider-Man. Ich hab gehört, der Boss. Moment. Hörst du das? Ich denke mal, die Maschine hier kann das Tor öffnen, aber... Holy moly, die haben Druiden. Ich wollte schon sagen, ey. Hä? Hallo? Hä? Irgendwas hat jetzt gerade gemacht. Wurde irgendwie nur ein Sprung gewährt. Oder ist das wegen der Hitze? Jetzt geht's. Hä? Was war das? Der einzige Weg ist durch die Feuerkammer. Mir gefällt die Idee auch nicht. Durch die Feuerkammer. Die kennen wir ja auch schon. Vom Todesstern. Da. Oh mein Gott! That was great. Wie wäre es mit einer Fertigungsanlage auf dem Mond? Dann müssten wir nicht von anderswo Material herbeischaffen. Holy moly. Alter, überhaupt nicht nervend hier zu arbeiten. Was macht er denn hier? Einmal. Ah, boah. Das ist irgendwie falsch Tasten. Einmal. Y. Ich bewundere deine Beharrlichkeit, mir hierher zu folgen. Unser Treffen auf Koro endet zu verbrochen. Falls du überlebst, mache ich gerne da weiter, wo wir aufgehört haben.
Oh! Da müssen sie schon abhauen. Ja, da hinten steht die auch nicht mehr. Einmal Abkürzung, mein Freund. Super geil. Das sieht schon wieder auch ein bisschen kaminoanisch aus, wenn ich das auch mal andeuten darf. Die Station hier auch ein bisschen. Oh! Aua. Schuldet sein Leben an. Kann ich dich hochziehen? Kann ich dich hochziehen? Cool. Ich wusste gar nicht, dass das so weit geht. Aber jetzt haben wir keine Macht. Ja komm, schieß nochmal! Wir dürfen ihn nicht kommen lassen. Ach, komm. Ja, es ist wieder schwierig, wenn hier mehrere Leute gleichzeitig meine Aufmerksamkeit wollen, weil ich bin ein kleines bisschen eingerostet. Ah, und das ist... Aua! Aua! Das war dumm. Hallo, ich block doch. Bin minimal drauf. Danke. Ja, kommt her. Achso, und er kann einfach durchflopsen. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Ach ja, muss mal abwarten, dass du überlebst und nicht überlebst. Schnelle Reflexe. Nimm sie. Verstelle. Lass ihn nicht entkommen. Das meine ich. Das war gerade cool, oder nicht? Tut mir ein bisschen leid, Dude. Hi! Lässt du mich rein? Ja, lässt du mich rein? Ja, komm her! Oder? Hoppala! Willkommen! Kleiner Bratz! Komm her! Das muss besser werden! Ja, das glaube ich auch. Einmal ciao! Hab's wieder! Du hast meine. Können wir die Maschine einfach mal ausschalten? Wie lange hast du geschlafen? Bald wirst du wieder singen. Ich kann auch singen. Ich höre dich. Alle okay? Wir kommen zurecht. Keine Eile, aber mach hin und sag Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist. Das werde ich. Also das sieht vollkommen normal aus. Man kann sagen, wer will was dagegen. Muss ich jetzt hier loslassen und dann... Ja. So. Hallo? Fliegst du mich zusammen? Danke, Kumpel. Wie soll ich denn anders drankommen? Okay, doch, dann muss ich auch fallen lassen. Oh Gott! Und dann auch mal runterplumpsen. Miau. Oh, Alter! Lass mich doch! Bist du ein kleiner Spacko?
bist du ein kleiner Panorinski. Ganz ehrlich. Es war eine Millisekunde. Achso, das dachte ich mir noch gerade. Was sind wir denn? Scheint so, als hätte niemand die Droiden in den Plan eingeweiht. Ja, das scheint wirklich. Wo bist du gerade hingelaufen? Idee. Das nützt es dir. Hä? Achso. So ein bisschen lauter sprechen. Deine Maschine ist reklamiert. Oh Gott. Ich habe den Typen kaum verstanden. Ich habe nur verstanden, irgendwie aus Deckens Jahrhundert waren die Jedi viel cooler und geiler und besser. Und wir sind so ähnlich wie das Imperium. Keine Ahnung, was der Typ braucht. Wir müssen jetzt dadurch. Hi! Das ist nicht nett, wie so deine Freunde hier behandeln. Die Stunde naht, in der Deggans Vision aufs neue Realität wird. Oh mein Gott. Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Einmal durch. Ich glaube, das ist hier der echte Weg. Kann das sein? Das ist hier der normale Weg. Gucke mal. Wir müssen uns jetzt beeilen. Oh mein Gott. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Solche kleinen Schlüppchen. Schön. Fähigkeit. Renn, 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 renn. Und durch. Das haben wir jetzt gut getan. Wie das hier alles klappert. Okay, hier ist noch was. Hier ist nichts. Wir schauen noch mal hier. Hoch. Und hier einen Aufzug. Kriegen wir noch mal irgendwie einen Punkt, an dem wir uns heilen können? Wäre schon nice. Freeze Labor. Sie hat bestimmt nicht erwartet, dass es jemals so weit kommt. Sie hat ihre Entscheidung getroffen, aber
Wenn wir dadurch eine Heimat finden, die vor dem Imperium sicher ist, dann soll es so sein. Solange das Imperium nicht hier hinkommt. Das wäre noch... das wäre ein Plot-Twist. Komm hier rein? Nein. Dein Ernst? Du kannst da nicht darunter kriechen? Kerl, wie fett bist du? Das kann doch nicht sein hier. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Gute Frage. Nächste Frage. Da ist der Ball. Einfach da rein? Nein. Bin ich doof. Ich muss den Ball hier drauf schießen, weil Cal ist ja leider zu fett. Er passt hier nicht unter diesen, ja, bauchhohen, ja, Durchgang durch. Das geht nicht, Kerl, ne? Oh, dumm hingeschmissen. Was? Was? Da oben hat doch gerade was angezeigt. Wow, Kerl! Das ist eine Intelligenz bisschen. All diese Geräte auf Kobo, wurden sie hier hergestellt? Ich schätze ja. Jetzt haben wir da einen Weg. Und da oben hätten wir auch noch was. Aber den Strahl. Können wir den weitermachen? Also ich schätze mal, da nach rechts müssen wir. Meinst du, das Gerät, das wir in den Felsnadeln gefunden haben, hilft uns hier? Du kriegst das hin. Schöner oder Tipp. BD? Aber man könnte ja mittlerweile nicht mehr dran denken. Oh, da hoch, da bin ich. Okay, Moment, dann gehen wir weiter einfach mal hier hoch. Gut, dann gehen wir nach da oben. Swuppdedupp. Da können wir aber jetzt durch. Ich möchte mich wirklich gerne noch mal heilen. Oh, super. Tu, was du tun musst, Kumpel. Oh ne. Achso, das ist kein Zum. Okay. So wird's gemacht. Cool, wir können das Friedekas hacken. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Pad, den man, na, Sachen bekommt. Okay, gut, dann machen wir ja einen kleinen Tricks-BD. Auch wunderbar. Wir machen einen kleinen Tricks, BD. Komm. Wir machen einen kleinen Tricks. Komm hier da hoch noch? Wie laufe ich denn jetzt? Ganz besoffen hier. Zack. Wir machen einen kleinen Tricks, weil wir haben ein bisschen wenig Leben. Es gibt nur die Macht. Es gibt nur die Macht. Sind die natürlich alle wieder da, aber jetzt rennen wir auch nur schnell durch. Nein, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Ciao. Jetzt kommen wir da nämlich mit vollem Leben durch. Nix hier Verfolgungsjagd. Lass uns nachsehen, was Kree vorhatte. Hier nochmal eine Lichtschwertwerkbank. Okay. Ah ne, sogar eine Erinnerung.
Santari. Dagon, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp. Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getäuscht? Ihr habt euren Weg verloren. Ergebt euch. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Dafür ist es zu spät. So viel Verzweiflung, Centauri. Tenelor. Ihr fühlt, wie es euch entgleitet. Meine Verzweiflung gilt euch. Durch Tenelor habt ihr euch verändert. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. Nein. Dann muss ich allein gehen. Oh! Santari. Ein Sanitätsdruide, schnell! Und bereitet einen Bagdad-Tank vor! Was hast du gefunden? Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich diese Luftdinger da benutzen. Sie hat Dagon besiegt, aber nicht ausgeliefert. Warum? Das ist eine gute Frage. Was wir jetzt dahin machen können, weiß ich nicht. Wir müssen ja eh nach da oben. Okay, gut, also hätten wir jetzt unseren Shenanigans gerade nicht machen brauchen. Egal! Aber ich finde das interessant, in Anführungszeichen. Also ich... Santiri... Oder es... Die fühle ich nicht so als ihren Charakter. Klingt blöd, aber... Probieren wir es mal aus. Hä? Hilfe, was war das? Dagon schon eher, aber sie... Ich weiß nicht, was sie... Auf zu Ravis. Ich weiß nicht. Ihre Beweggründe sind irgendwie alles so ein bisschen wonky. Wahrscheinlich, weil man zu wenig über den Charakter weiß. Das, glaube ich, ist das Problem bei ihr. Aber dass sie ihn den Arm abgeschlagen hat und... Das ist schon... Ja. Das ist schon krass. Zack. Zack. Okay, wir sind schon auf der richtigen Ebene. Nochmal geguckt. Hi, ich bin hier, der beste Freund. Jedi. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage... Hab dich verstanden. Vor langer Zeit besiegte mich Dagon im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und dennoch... entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein. Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagons Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Wo ist der Kompass, Ravis? Ich schulde dir gar nichts! Jedi! Wenn du Wissen von mir willst,
wirst du dafür kämpfen müssen. Also gut. Angst? Oh mein Gott. Meine Stärke, oh mein Gott. Die Hose ist voll. Abwarten. Abwarten. Ich wusste nicht, dass er den Morgenstern aus seiner Keule machen kann. Oh mein Gott. Oh, lalalala. Nicht unterschätzen lassen. Nicht unterschätzen. Einmal kurz sehen. Danke. Oh, lalalala. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut im Rennen. Muss ich sagen. Da hätte ich ihn jetzt attackieren können. Nein, nein. Nicht mit mir. Noch einmal. Oh Gott, das war dumm. Gut. Zerschneidet aber seine Waffe. Oder zerstört seinen Anzug. Darauf habe ich gewartet. Ah, seit 200 Jahren. Dann werde ich dich nicht enttäuschen. Und nicht vorbei? Da war ich etwas zu großzügig. Okay, okay, okay. Warum hab ich... Okay, oh, wow, wow, wow. Das sagst du, ich bin mit dir fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Der Typ ist echt so ein halber General Grievous verschluckt. Bist du bereit zu sterben? Aua! Oh, das war unfair. Hey, BD. Ich setze mir mal ganz frech aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, da. BD? Dass er keinen Schaden von seiner eigenen Waffe bekommt. Nein, komm, Morn, bitte. Ich! Mann! Warum habe ich das nicht früher gemacht? Genug! Ich ergebe mich. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santa Recrees Observatorium, wie Deccan vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Deccan die Stirn bieten.
Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Mavis? Dagon Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Wir sollten gehen. Er wollte es nicht anders. Er wollte es nicht anders. Neun Bonus erhalten. Super. Wir müssen zurück zu Mantis. Und das mit Volldampf. Ich guck mal. Miau. Grace, kannst du mich hören? Ja, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Mordschadroiden haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis hier. Okay, Landeplatz ist frei. Verstanden. Das heißt, wir werden jetzt auch keine Probleme mehr haben. Super. Ich würde mich auch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, ich flieg mal zu Mantis. Vielleicht hatte Ravis recht. Dagon hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Ihn dir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tennelor. Wenn unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Und ja. Hiermit möchte ich mich noch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.